Gruß und damit herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute testen wir die meiner Meinung nach besten Lidl Feuerwerksbatterien. Alles aktuelle Charge. Wir haben hier einmal 30 mm New Beastmaster. Preis meine ich 13,99. 30 mm, 18 Schuss. Richtig schön dickes Teil. 432 Gramm. Schon mit Papier oben drauf. Schönes Kaliber. Dann haben wir hier Goldfinger. 21 Schuss. 40 Sekunden Brenndauer, 30 mm. Preislich, ich glaube 18,99. Schreibt es euch nochmal in die Kommentare. Auch wieder fettes Kaliber. So, dann haben wir hier einen der Favoriten. 14,99 €. Die Daredevil mit 31 Schuss, 25 mm Kaliber. Und zu guter Letzt Klassiker Black Ice von Weco. 47 Schuss, preislich 17,99 €. 20 mm Kaliber. Ich würde sagen, wir starten mit der The New Beastmaster. Zuerst New Beastmaster. Alles klar, let's go. Feuer frei. Die war doch mal fett. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, nebenbei wurde dann noch was Dickeres geschossen, wie ihr gesehen habt. Dann haben wir hier Goldfinger Deko. So, und Goldfinger feuerfrei. Sah auf den Videos richtig fett aus. Oh, mit schönen Blinkern. Das müsste es gewesen sein. Ich dachte kurz, die wäre stehen geblieben. War auf jeden Fall auch richtig fett und sein Geld wert. So, und dann machen wir weiter mit Klassiker mittlerweile. Der Devil. Hoffentlich gibt es sie die nächsten Jahre auch noch. Hoffentlich habt ihr ordentlich zugeschlagen, falls ihr noch nicht zugeschlagen habt. Räumt die Buden leer. Geht nochmal fleißig einkaufen. Die Geschäfte haben noch geöffnet. Das Video wird am 31.12. für euch erscheinen. Und Hauptzündschnur, der Devil, let's go! Letzten Klassiker haben wir hier was richtig Saftiges. Und zwar Black Ice. 17,99 €. Sollte eigentlich auch immer mit am Start sein. Ich glaube, der hat gar keinen Standfuß. Nein, ohne Standfuß. Hauptzündschnur. Und dann würde ich sagen, let's go. Black Ice von Deko. Charge 2022.
aus dem Feld, Freunde. Das war heftig. Alter. Die ist extrem tief zerlegt, also die ist nicht so hoch geflogen. War trotzdem richtig geil. Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, der meiner Meinung nach besten Feuerwerksbatterien, die es beim Lidl dieses Jahr zu kaufen gab, dann lasst gerne einen Kommentar, abonniert kostenlos den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde.